comes the sun. Ein neues Haus, ein ökologisches Konzept. Für Familie Scheebaum aus Gießen hatte das beim Bau des Hauses Priorität. Dazu gehört Solarstrom, sagt Uwe Scheebaum. Ja, das sagt ja immer, der Strom kommt aus der Steckdose, ne? Aber irgendwo muss er ja erzeugt werden. In diesem Fall von der Sonne oder genauer gesagt über die Photovoltaikanlage, die Uwe Scheebaum auf dem Dach installieren ließ. Was an Strom benötigt wird, wird hier erzeugt. Der Überschuss fließt ins Stromnetz. Dafür bekommen die Scheebaums Geld. Aber man gilt auch schon ab der ersten Kilowattstunde, die wir ins Netz einspeist, als Gewerbetreibender. Das heißt, sie müssen dann immer noch mal eine neue Steuernummer und alles, was so ein Gewerbetreibender macht mit EUR, Einnahmeüberschuss, Rechnung, Umsatzsteuervoranmeldung und das alles müssen sie machen. Das ist halt für den Privatmann ja ein bisschen aufwendig. Um aber erstmal herauszubekommen, ob ein Dach überhaupt für Photovoltaik geeignet ist, bietet sich der Solarkataster Hessen an. Auf dem Internetportal kann man sein Haus ganz bequem analysieren. Zum Beispiel, ob das Dach für Solarenergie gut geeignet ist und wie viel Energie man produzieren bzw. einsparen kann. In Hessen zeigen sich deutliche regionale Unterschiede, erklärt die Mitentwicklerin des Solarkatasters Professor Marina Klärle. Wenn Sie eine Solaranlage in Kassel bauen oder eine in Darmstadt, dann gibt es etwa 15% Unterschied. Das heißt, bei der gleichen Solaranlage, gleichen Photovoltaikanlage, können Sie 10-15% mehr Strom produzieren und das bei der gleichen Solaranlage, den gleichen Kosten. Das heißt, Sie sparen dann, wenn Sie den Strom verkaufen, natürlich mehr, beziehungsweise Sie bekommen mehr Geld oder Rendite. Logisch. Regionen, in denen die Sonne länger scheint, sind von Vorteil. Eine Garantie für eine rentable Photovoltaikanlage ist der Standort allein aber nicht. Wenn Sie das bestbesondere Ort in Hessen haben und Sie haben ein großes Haus nebendran, das den Nachmittag und den Abend und den Mittag total verschattet, dann bringt Ihnen diese tolle Besonnung in diesem Ort überhaupt nichts. Sondern dann haben Sie 30-50% abgeschattet. Ohne störende Beschattung kommt auch bei den Scheebaums in Mittelhessen die Anlage mächtig auf Touren. Das bringt Strom in die Steckdosen und spült Geld in die Kasse. Im Moment werden 5000 Watt erzeugt. Aber selbst wenn ich jetzt Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Kaffeemaschine, alles was ich habe anmache, werde ich diese 5000 Watt nie ausschöpfen können. Die werden also zwangsläufig dann ins Netz gehen. Bei einer Rendite von 4-6% habe ich das natürlich sehr schnell wieder raus, ne? Also man sagt so ungefähr nach dem 10. Jahr, dann machen sie richtig auch Geld damit. Und die Umwelt profitiert auch. 7 Monate nach Inbetriebnahme konnte die Anlage, laut Strom-App, 7,1 Tonnen CO2 einsparen. Trotzdem würde sich Uwe Scheebaum wünschen, dass bestimmte Hürden für ihn in Zukunft wegfielen. Ich würde mir halt wünschen, dass der Gesetzgeber dem Netzbetreiber, der mir ja quasi die Vergütung, diese 9 Cent pro Kilowattstunde plus Steuer überweist, da der ja sowieso ein Gewerbe betreibt, dass die das für den kleinen Unternehmer machen könnten. Na, dann könnten die mir den Nettobetrag überweisen und den ganzen steuerlichen Wust wäre dann bei mir ja weg. Na, dann hätte ich dann auch ein bisschen Arbeit gespart. Interessierte sollten auf jeden Fall mal einen Blick ins Solarkataster werfen. Dann freut sich nicht nur die Umwelt, sondern vielleicht auch die Hauskasse.